Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Frau Brandner, Sie haben ausgeführt in Ihrer Eingangsrede, gute Förderung, Bildung und Betreuung ist für die Kinder wichtig. Ich will ausdrücklich betonen, dass eine gute Förderung, auch Bildung und Betreuung des ein- bis dreijährigen Kindes zu Hause von den Eltern, aber auch von der Mutter, von der Schwiegermutter, von der Oma durchgeführt werden kann. Also ich bitte darum, dass man diese dogmatischen Grabenkämpfe allmählich vielleicht mal überwinden könnte. Herr Müller, Sie haben sich ja noch weiter verstiegen. Kollege, der Junge. Bitte? Der Opa natürlich auch, Frau Brandner. Frau Brandner, danke für den Hinweis, den habe ich übersehen. Der Opa kann das Kind genauso betreuen, kann genauso aus dem Liederbuch vorlesen, kann genau dem Kind die Welt erklären, kann genauso eine 1:1-Betreuung zu Hause mit dem Kind ermöglichen, vielleicht sogar in manchen Fällen noch besser als im Schlüssel 1:6 oder 1:8 in der Kita. Also von daher, bitte lassen Sie uns auch alle abrüsten, und das gilt insbesondere für den jungen Kollegen von der Linken, Herr Kollege Müller. Sie müssten es doch eigentlich besser wissen. Sie haben jetzt wieder Herdprämie, Fernhalteprämie thematisiert. Wir haben vor einem halben Jahr die Bertelsmann-Studie bekommen. Da wurden die jungen Eltern, die jungen Väter, die jungen Mütter gefragt, wovor haben sie am meisten Angst oder was macht ihnen am meisten Sorge? Da war nicht die Frage, ob ich einen Kita-Platz bekomme. Da war nicht die Frage, ob ich genug Elterngeld bekomme. Da war einfach die Aussage, ich habe Angst, etwas falsch zu machen. Und wir dürfen uns nicht wundern, wenn wir mit solchen Kampfbegriffen über Jahre hinweg die jungen Eltern verunsichern, dass dann niemand mehr weiß, ob sein Erziehungsmodell richtig ist. Also lassen Sie uns wieder ein bisschen mehr Vertrauen den jungen Leuten zukommen. Lassen Sie uns insbesondere den jungen Eltern auch eben die Wahlmöglichkeit. Nicht mehr und nicht weniger haben wir mit dem Betreuungsgeld geschaffen. Und ja, es wird ein Landesbetreuungsgeld auf jeden Fall in Bayern weitergeben. Und ich bin gespannt, ich habe mir mal die Zahlen rausgesucht. 105.000 berechtigte Fälle in Bayern, 104.000 in Nordrhein-Westfalen. Ich wünsche mir auch, dass die Kollegin Kraft in Nordrhein-Westfalen die Courage hat, diese 104.000 Eltern auch weiterhin zu beglücken, die zu Hause erziehen wollen. Meine Damen und Herren, Investitionen, also es ist kein bayerisches Thema, Frau Kollegin Reimann. Wird ja immer so ganz so getan, als ob eben hier das Betreuungsgeld nur den bayerischen Eltern zugutekommt. Nein, es kommt im selben Umfang den nordrhein-westfälischen Vätern und Müttern zugute. Und denen müssen Sie dann erklären, für die Kita hätten wir zwar das Geld, aber für eure häusliche Betreuung haben wir diese 105.000 Fälle nicht mehr. Freue ich mich drauf, die Diskussion wird spannend werden. Meine Damen und Herren, ja, Investitionen in die Kinder sind die Investitionen in eine gute Zukunft. Das wurde von den Vorrednern in ähnlichen Bereichen schon darauf hingewiesen. Den Grundstein für diese gute Zukunft legen wir unter anderem mit dem weiteren Ausbau der Betreuung für die Kleinsten. Wichtig ist jedoch, und ich habe bereits darauf hingewiesen, in diesem Zusammenhang auch den Familien eine echte Wahlfreiheit zwischen verschiedenen Betreuungsmodellen zur Verfügung zu stellen. Da wir nur so, stellen Sie mal eine Frage, dann habe ich mehr Zeit. Herr Müller, bitte. Mensch, da wir nur so den verschiedenen Interessen der Familien gerecht werden. Für Kinder ist das Beste gerade genug. Johann Wolfgang von Goethe hat das einst gesagt, und ich denke, die meisten hier werden ihm zustimmen. Was aber ist das Beste? Das sollten Eltern individuell für ihr Kind entscheiden können. Wir sind uns alle einig, dass uns die Thematik der Wahlfreiheit und Unterstützung für Familien weiter intensiv beschäftigen wird und eine zentrale Rolle in der Familienpolitik hier in unserem Land einnimmt. Die freigewordenen Mittel aus dem Bundesbetreuungsgeld sollen jedoch nicht zweckentfremdet für anderweitige familienpolitische Maßnahmen verwendet werden. Fast 500.000, ich wiederhole es nochmal, eine 500.000 Familien in Deutschland beziehen bereits Leistungen aus dem Erfolgsmodell Betreuungsgeld. Ich habe darauf hingewiesen, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, 104.000, das freut mich persönlich mit am meisten, mit der bayerischen Zahl natürlich. Es wäre ein verheerendes familienpolitisches Signal, Familien den Zugang zum Betreuungsgeld künftig zu verweigern. Ich plädiere daher dafür, die für das Betreuungsgeld vorgesehenen Mittel ungeschmälert den Ländern für eine Verbesserung der Kinderbetreuung zur Verfügung zu stellen, wobei den Ländern hinsichtlich der Verwendung eine eigene Schwerpunktsetzung obliegen muss. Die Länder, darauf hat das Bundesverfassungsgericht hingewiesen, sind eben hier für diese Einrichtung zuständig. Die Länder müssen letztendlich selbst entscheiden, ob sie die Erfolgsgeschichte des Betreuungsgeldes fortsetzen, indem sie den vielen Familien, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, die dringend benötigte finanzielle Unterstützung bei der Betreuung ihrer Kleinkinder gewähren oder nicht. Ich appelliere aber an den jeweiligen Landesregierungen, die Mittel dann dergestalt zu verwenden, dass ein Landesbetreuungsgeld, wie es Bayern machen wird, die Wahlfreiheit und Unterstützung der Familien weiterhin sicherstellt. Das Bundesverfassungsgericht hat, und darauf hat der Kollege Rief völlig zu Recht
in seiner Weisheit hingewiesen. Das Bundesverfassungsgericht hat nicht über die Rechtmäßigkeit des Betreuungsgeldes an sich entschieden, sondern lediglich hinsichtlich der Zuständigkeit des Bundes sich geäußert und seine Entscheidung mit der fehlenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes begründet. Das heißt, der Bund ist nicht für die Einführung eines Betreuungsgeldes zuständig. Mit anderen Worten, für die Einführung eines Betreuungsgeldes sind die Länder zuständig. Und diese Verantwortung werden wir anschauen. Ob es richtig ist, könnt ruhig klatschen. Silvia, wäre jetzt an der Zeit, Silvia. Ob es richtig ist, Eltern, die ihre Kinder ausschließlich zu Hause betreuen, eine staatliche Anerkennung zukommen zu lassen, war ausdrücklich nicht Gegenstand der Prüfung des Bundesverfassungsgerichts. Und ich war in Karlsruhe bei der Verhandlung. Insofern halte ich die Einführung eines Landesbetreuungsgeldes für den richtigen Weg, Eltern auch weiterhin selbst entscheiden zu lassen, was das Beste für ihr Kind ist. Dieses Vertrauen bitte in die Jugendeltern sollten wir haben. Neben der Möglichkeit, von den öffentlichen Betreuungseinrichtungen Gebrauch zu machen, können sich die Familien somit auch entscheiden, ihr Kind selbst zu betreuen, ohne dabei dank der finanziellen Unterstützung durch das Landesbetreuungsgeld eine Benachteiligung erfahren zu müssen. Im Übrigen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass sich der Bund in erheblichem Maße an der Finanzierung des Ausbaus der Kinderbetreuung bereits beteiligt hat und in den nächsten Jahren auch weiterhin in erheblichem Maße beteiligen wird. Wir haben jetzt September 2015, am 1. August 2013 trat der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz in Kraft. Ich kann mich noch gut erinnern an die erste Große Koalition 2005, 2009, als unsere damalige Familienministerin Frau Ursula von der Leyen genau diese Diskussion mit uns geführt hat, wo wir gesagt haben, jawohl, wir machen eben schon hier das Elterngeld, wir machen den Kita-Ausbau, wir machen auch den Rechtsanspruch 2013. Und ich war positiv überrascht, wie die Kommunen, wie die Länder mitgezogen haben, dass dieser Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz am 01.01.2013 so in Kraft treten konnte. Dafür auch ein Lob an die Länder, ein Lob an die Kommunen. Neben der größten kommunalen Entlastung durch die Übernahme der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie der Entlastung bei der Eingliederungshilfe im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes sorgt der Bund damit auch weiterhin für leistungsfähige Kommunen. Und wir haben vor 2 Stunden über Kommunalentlastung hier eine intensive Debatte hier im Bundestag mit den Kommunalpolitikern geführt. Mit dem Gesetz zur weiteren Entlastung der Kommunen und Länder ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung stockt der Bund das Sondervermögen Kindertagesbetreuungsausbau um 550 Millionen auf rund 1 Milliarde auf. Zudem erhalten die Länder in den Jahren 2017 und 2018 weitere 100 Millionen Euro zur Finanzierung der Betriebskosten für den Ausbau weiterer Betreuungsplätze. Sehen Sie, Frau Brandner, Sie müssen aufpassen. Wir passen auf, dass die Kitas eben hier qualitativ und quantitativ auch weiterhin ausgebaut werden können. Und ich möchte darauf hinweisen, wir diskutieren derzeit über das Programm Kita Plus, verlängerte Öffnungszeiten von Kindertagesstätten mit jeweils 33 Millionen in den Jahren 2016, 2017, 2018. Wenn man es zusammenrechnet, 100 Millionen, die in den Qualitätsausbau, in die Verbesserung der Öffnungszeiten von Kitas investiert werden. Frau Präsidentin, meine Zeit läuft ab. Ich hätte noch viel zu sagen. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Wünsche Ihnen gute Beschlüsse, wie schon gesagt. Und wir werden den Antrag der Grünen, dass ich dazu auch was gesagt habe, Frau Brandner, selbstverständlich ablehnen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Dr. Fritz Felgentreu, SPD-Fraktion.